Hallöchen meine Freunde, bei diesem Video handelt es sich um den Witcher 3 Release Stream. Das heißt, ich habe mitten in der Nacht ganz spät aufgenommen und musste dementsprechend ein bisschen ruhiger, leiser, relaxter und entspannter sein. Trotzdem wollte ich euch das nicht vorenthalten und unter diesem Video könnt ihr mir gerne sagen, möchtet ihr mehr zu The Witcher 3 sehen? Daumen hoch heißt ja, Daumen runter heißt nein. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und jetzt aber lasse ich euch erstmal alleine mit dem Intro und dem Anfang von The Witcher 3. Willkommen, würde ich sagen. Live zum Stream, zum Release-Stream von Witcher 3. Ich hau mal direkt hier rein und wir gucken einfach mal, was passiert, würde ich sagen. 4 Schwierigkeiten, einfach nur die Geschichte. Das ist wahrscheinlich sehr leicht, leicht, schwer, sehr schwer, irgendwie sowas. Da gibt es keine Mitte, das macht mich nervös. Das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung? Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Todesmarsch, du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf, oh Gott. Kann ich später das auch noch umstellen? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Weil ich so ein großer Witcher-Fan bin, würde ich sagen, Blut, Schweiß und Tränen. Nehmen wir nicht den zweitniedrigsten, sondern den zweithöchsten. Das hier. Tutorials? Für den Anfang ja, würde ich mal sagen, bis wir wissen, um was es geht. Alle Optionen sind auf dem Maximum. Spielstand aus Witcher 2 simulieren. Ja, müssen wir natürlich auch noch machen. Also nicht simulieren, sondern importieren. Das hier machen wir. Den laden wir und wir gucken einfach mal, was passiert. Mein vollständiger Witcher 2 Speicherstand. Ich bin ruhig. Keine 45 Sekunden, wir haben ein geköpftes Pferd und einen durchlöcherten Kopf. Nice. Müsste Yennefer sein, oder? Die schwarzhaarige Zauberin.
Ich bin so hübsch. War das alles ein Traum? Auch die Schlacht? Am Ende von Witcher 2 hat ja der Krieg begonnen. Zwischen dem Kaiserreich und den nördlichen Königreichen. Oh yeah. Oh, das sieht nicht aus wie ein Massageinsekt. The fuck? Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Magische Krabbenskorpione, toll. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Das erst, though. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann. Bis später. Bis später. Ist aber nicht Triss, oder? Ich muss die Haarfarbe sehen. Die Haarfarbe entscheidet alles. Yennefer. Schwarze, gewellte Haare. Also ist das was aus der Vergangenheit? WTF? Das ist nicht mal eine Cutscene. Das sieht so gut aus. Tutorial. Okay. Lass uns in aller Ruhe. Ich möchte alles in mich aufsaugen. Ich werde mir alles angucken. Auch das freaking Tutorial. Ist das die Vergangenheit vielleicht? Eben, genau, habe ich mir auch gerade gedacht. Weil der Witcher, Geralt, sieht noch so unbesorgt aus im Gesicht. Irgendwie so, als ob das Leben ein bisschen leichter wäre. Geil, 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 geil. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in dem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Okay. Ja, guck mal. Wir haben schmalere Gesichtszüge und alles. Wir sind auf jeden Fall jünger. Minikarte, ja, okay. Das sind die absoluten Basics, klar. Liste von Zielen. Hallo, nette Klamotten, also da, nette, sie trägt spitz. Rechtsklick für die Hexersinne. Ah, okay. Auffällige Objekte. Ups, ausmachen. Mit einem Schnipsen. Das ist aber nicht aus, jetzt. Kann ich alle? Yes! Ich mache alles aus. Schlüssel zum Schlafzimmer. Das hier, was so glänzt und... Oh ja. Ich will erstmal mit ihr noch sprechen, bevor ich... Also Hexersinne ist sowas wie das Medaillon im zweiten Teil, nehme ich mal an. Finde ich aber durch solche Sinne deutlich besser gelöst. Was ist das? Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Deine Pflegemittel? Tut mir leid.
Schlüssel benötigt. Ich will aber Käse. Oh yes, hier, 10 out of 10. Has cheese. Oh. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Oh, shit, son. So viele Bäume. Ja, ich meine, ich sehe es jetzt auch gerade hier rechts im Questlog. Wir sind in Kaer Morhen, dort, wo Witcher 1 angefangen hat. Oh, nice. Warte, aber ich habe hier noch Motion Blur drin. Lass mich das kurz ausschalten. Ich bin kein großer Fan von Motion Blur, wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, weil Bewegungsunschärfe da. Bäh. Mir wird schlecht davon, wenn alles sich so verwascht die ganze Zeit. Besser, besser. Motion Blur ist nicht so mein Fall. Nice, oh, wie das aussieht. Atmet mal ein. Das ist mal ein Ausblick. Gott, ich will gar nicht von hier weg. Von mir aus werden wir den ganzen Stream nichts anderes machen. Ich freue mich schon, über die ganzen Straßen da unten zu laufen. Das wird ja wahrscheinlich alles möglich sein. Erstmal aber noch eine Runde mit Yennefer reden. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, okay. Oh. Kann ich auch mehr an mehr Zeug nur schnuppern Silber. Von ihr? Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja, oh. Tut mir leid. Oh ja. Yeah. Oh. Noch mehr schnüffeln? Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Also bitte, Geralt, das solltest du wissen. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig. Und außerdem unvernünftig. Na und? Lass uns doch unvernünftig sein. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Nein. Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Nach dem Training. Ich merk's mir, ich nehme dich beim Wort. Und nehmen tue ich dich auch so. Aber auch beim Wort. Speichern, alles klar. Mein täglicher Begleiter F5. Ich bin gleich wieder da. So sah die Burg also aus, als sie noch nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde. Eigentlich schon ziemlich heimlich hier. Da könnte man sich gemütlich machen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Ich weiß nicht mehr genau, was Ciri... Haben wir sie irgendwann mal aufgenommen? Ja, ne?
klar, richtiges Kind kann sie ja nicht sein. Wir als Hexer haben da ja so eine Sache. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Wie jung sie wohl da noch ist? Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Oh, nicht schlecht balanciert. Ach, sie die Augen sogar die ganze Zeit verbunden. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Badass. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Ich möchte einen Bussi haben. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Das sowieso. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Okay, klar, warum nicht? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. So, oh, 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 wow, wow, die Steuerung ist deutlich anders. Huch, huch. Muss ich schon jetzt mitrennen? Mitrennen? Warte, warte kurz. Ciri, warte kurz. Ich möchte mich erstmal noch ein bisschen hier umschauen. Oh, es sind sogar die gleichen Kisten wie aus dem zweiten Teil. Oh, oh, oh Gott. Warte doch. Oh, geil. Ciri, warte. Ich muss erstmal hier einatmen. Nein. Warte. Erstmal gucken. Alles gucken gehen. Oh, es ist so grün. Okay, ich glaube, hier können wir auch später nochmal vorbeilaufen. Ich möchte alles sehen. Alles, alles. Ich nehme nicht an, dass ich in alle möglichen Türen dann auch noch reinlatschen werde. Okay, ich komme ja schon. Warte kurz. Bin schon unterwegs. Musst du S und Leertaste drücke S? Das macht doch gar keinen Sinn. S ist doch rückwärts. Ach, vorwärts geht auch. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Nicht hyperventilieren. Habe ich auch eine Möglichkeit, mich vorsichtig fallen zu lassen? Autsch. Ich glaube, da war eine Leiter. Ciri, lass den Quatsch, Mann. Komme ich an die... Oh, da. Leiter. Oh, Blumen. Guck mal, wie schön zugewuchert das hier ist.
gar nicht mehr so verlassen. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Hast du Probleme? Wird da jemand alt? Ja, nice. Ich weiß nicht, ob ich gerade eben irgendwas aktiviert habe durch das Springen oder ob ich tatsächlich selbstständig gesprungen bin. Erster! Na, 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 na. Oh nein, du bist so toll. Ups. Also es ist nicht mehr so wie bei den anderen Witcher Games davor, dass du einfach gegen eine Kante laufen kannst und nichts passiert. Nee, hier fällst du runter. Oh nein. Besemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Eben, du solltest lesen. Immer lesen. Schön brav bilden. Und dann aufs Maul geben. Zuhauen und dann fragen. So muss es sein. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Das wusste nicht mal ich. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Eben. Winde dich nicht raus. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Okay. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Freistiltraining, Grundlagen oder... Nee. Obwohl, ich will alles sehen. Ich will jeden Dialog in mich aufsaugen, falls da noch irgendwo welcher versteckt ist. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Ray ist im Bett gelandet. Nice. Mach's dir gemütlich. Zieh das Schwert, Geralt. Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen die verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug sind Schwerter, genau, Stahl und Silber. Die Zeichen gibt es auch noch dazu und dazu gibt es die Alchemie, genau. Okay, eins für Stahlschwert. Z, um ein Ziel auszuwählen. Das ist aber anstrengend. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich all deine Angriffe darauf. Ja, okay. Ist er jetzt ausgewählt? Oder meinst du vielleicht Y, weil es englische Tastatur? Ah. Mist. So eine schöne Drehung. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Umschalt links und dann. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Was zum Kuckuck treibst du da? Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Oh. Oh, sorry. Tut mir leid. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Du wolltest es doch auch. SW links, rechts und drücke dann Alt. Alt, nicht Leertaste. Okay. Wer will nochmal? Und jetzt abrollen. Leertaste, ja. Hier haben wir die Rolle, so muss es sein. Ich glaube, zu dem Paraden. Lieber mit Ciri. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel?
Ja, ja, okay. Na komm schon. Parieren. Schön ablocken. Was soll ich denn parieren? Zack. Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt. Na und? Überlebe später. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Beim Unterrichten eingeschlafen. Ich brauche keine Ausdauer mehr. Nicht wie beim letzten Teil. Unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners rechtsklick, um einen Gegenangriff auszuführen. Konter. Okay. Schlag gegen Schlag. Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Okay, komm her. Komm her, Vesemir. Okay. Und eins. Na, komm. Wer will nochmal? So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexer zeigen. Achso, es pausiert sowieso. Fangen wir mit Quen an. Quen. Wo ist Quen? Da. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Und jetzt? Nice. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Die Funken fliegen sehen? Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Nice. Sehr gut, Vesemir. Los, Art, Geralt. Na los. Ah, hat jetzt auch noch Ansprüche hier? Ein bisschen Luft. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Komm schon. Oh, mit Tap ist das noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Verwirren, okay. Funktioniert alles ein bisschen anders? Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Jirdenzeichen. Ach, das war die Falle, ja? Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Ah, okay. Dann kommen so Zeichen auf den Boden. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Bombe? Oh, so viele Partikel. Was hast du jetzt vor? Oh. Trainingspfosten. Ah. Gedrückt halten. Ah, okay. Also genauso wie beim letzten Teil kannst du gedrückt halten, um zu zielen. Nice. Kampftutorial. Okay. Beende das Training. Okay, ja, ja. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Nö. Au. Hör auf mich einzuhacken. Ha! Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum... What? Da ist jemand drin? Vesemir. Wir haben das nur geträumt aus unserer Vergangenheit, oder? What? Die wilde Jagd? Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Alter, was für ein Intro. Langsam zurück in die Realität gekehrt. Ich wollte noch zu Yennefer. Ich wollte noch mal besuchen gehen. Oh, der Arme. Gezeichnet.
Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Kaer Morhen. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, wenn du die letzten Kontakte immer mit Triss gehabt hattest, aber von Yennefer träumst. Ich glaube, ich muss die Grafikeinstellung... Ich habe ja von den empfohlenen Grafikeinstellungen nochmal eine ganze Ecke höher gestellt. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen runterstellen. Mit dem ganzen Rasen jetzt hier da im Hintergrund. Schon ein bisschen am Laggen. Machen wir gleich. Okay, gelbe Schrift ist, glaube ich, Quest weiterbringen. Der Rest sind so Zusatzinformationen. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, das ist es nicht. Du hast ihre Spuren gesehen. Sie reitet pausenlos im gestreckten Galopp mit halsbrecherischem Tempo durch die Wildnis, über verwüstete Schlachtfelder. Hat es eilig, irgendwo hinzukommen oder vor irgendwas zu fliehen. Es sieht so oder so nach Ärger aus. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht in Schwierigkeiten wäre. Für Ärger hatte sie schon immer einen Riecher. Hofintrigen hier, Magier, Verschwörungen dort. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Hab mir wohl eingebildet, dass alles ruhiger wird, wenn wir endlich wieder zusammen sind. Jedenfalls für eine Weile. Ruhig? Mit Yennefer? Viel Glück. Und dann die Sache mit Ciri danach. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum? Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ciri in meinen Träumen, vielleicht war das irgendeine Vorahnung, vielleicht ist sie in Gefahr. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Aber wenn es eine bestimmte Menge an Geistern wird, dann wird das nicht mehr so leicht gehen. Gut, es ist Zeit, dass wir losgehen. Wohin auch immer. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte, zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Was? Ein Einhorn, das wir mal im Bett benutzt haben? Was man so mit Einhörnern alles machen kann? Privatsache, ja. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Schatz, hol das Einhorn raus. Zurück zum Thema. Oh Gott. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen.
Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Mist. Oh. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Habe ich automatisch gezogen, okay. Oh yeah! Es ist so dynamisch! Ich muss die Mausempfindlichkeit runterstellen. Es bewegt sich alles so schnell. Ups. Verdammt, bist du hässlich. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Okay, also hier hat man von Anfang an Adrenalin und es funktioniert ein bisschen anders. Keine Leiste, sondern Punkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringert sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Okay, also wie im letzten Teil. Folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir. Vitalität regenerieren, essen, trinken oder eine Stunde lang meditieren. Blut, Schweiß und Tränen und Todesmaß kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Dammit. Also kann ich nicht. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Güter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil der Vitalität zu regenerieren. Oh, ach, da links unten. Ah, okay. Cool. Meistergegenstand. Ghoulblut. Oh, yes. Ein Ausblick nach dem nächsten. So, warte mal kurz. Ich muss das aber eine kleine Stufe nach unten stellen. Ach, guck mal. Habt ihr... Nvidia Hairworks ist an. Das ist das, was so viel krass viel Leistung frisst. Warte, gucken wir uns kurz die Haare vom Pferd an. Ich habe schon gehört, die Haare sehen mega geil aus mit Nvidia Hairworks. Ich hab mir nämlich vorhin aufgefallen, wie geil die Haare aussehen. Ja, Mann. Zeig mir deine geilen Haare da hinten. ja. Hier die Mähne auf dem Kopf. Und auf dem Hals. Boah, guckt euch an. Deswegen. Ich habe mich schon gewundert. Fast jedes einzelne Haar ist nämlich animiert. Ich habe schon davon gehört. Kein Wunder. Sieht aber mega geil aus, muss man einfach so sagen. Die Haare sehen aus wie aus Seide. So, jetzt lass uns mal kurz ausschalten. Es ist zwar schön, aber das schafft selbst eine GTX 980 nicht flüssig. Deswegen machen wir mal Hairworks aus. Das ist hier der Leistungsfresser. Machen wir hier aus. So. Und zeig mir deine Haare. Ah, siehst du? Jetzt hier... Ich meine, sieht nicht schlecht aus, aber... Wow, statt 30 Frames habe ich jetzt 45 Frames. Das ist eine ganze Ecke mehr. Nur weil ich die Haare ausgestellt habe. Das ist krass. Das ist echt krass, wie viel die Haare ausmachen. Ob Intimbehaarung genauso funktioniert? Das ist die Frage. Wir hätten Yennefer fragen sollen. So, okay. Und Mausempfindlichkeit muss ich noch etwas runterstellen. Das springt mir gerade ein bisschen zu brutal noch hin und her. Hier, bisschen runter. Und Mausempfindlichkeit im Spiel. Das kann ich eigentlich ruhig auf die Hälfte runter machen. Ja, das ist besser. Jedes einzelne Haar hat eine KI. Ja, Mann. Voll geil. Fast so genial wie die Fische in COD, ja. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? X, um Plätze zu rufen, okay. Hexer sind immer unterwegs. Weil Langsam. Man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Lauf, Plätze! Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Mach langsam! Auf mit Plätze zu reden!
während dein Meister, kann man das so nennen? Nein, dein Lehrer mit dir spricht? Ab wann sie wohl wieder zusammen auf Reisen gegangen sind? Nach dem letzten Teil der Reihe? Zweimal und zu galoppieren. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Oh, hier. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Hier die weinenden Leute in den zerstörten Dörfern. Okay. Ich habe nicht gewusst, er vor mir fängt auch an, schneller zu reiten. Warte. Oh, yes. That's the stuff hier. Langsam. Komm schon. Hör auf mit Plötze zu reden. Okay, ich musste kurz stehen bleiben. War das schon die Stelle? Einige Zeit später, okay. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Was ist los? Oh, Jesus. Oh, ist das dieser Greif? Oh, von dem habe ich schon was gesehen. Der ist im Trailer. Das ganze Pferd mitnehmen. Oh, kann ich der Blutspur folgen? Die fällt so auffällig runter. Alles klar bei dir. Das sieht nicht gut aus. Ist er weg? Ja. Komm raus. Hast du Glück, dass sich dieser Greif an dem Pferd zu schaffen gemacht hat und nicht an dir? Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nein. Du siehst schon ziemlich fertig mit der Welt aus. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Wesemir guckt nicht so begeistert. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Nicht? Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau? Zufällig was gesehen? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay. Also seine Schwester oder sowas? Die soll Bescheid wissen? Gut. Rücktaste, Menü öffnen. Ah, sieht hübsch aus. Glossar, Bestiarium, Greifen. Ah ja. Zusätzliche Informationen, Tipps und Strategien. Escape, um zu schließen. Ja. Karteche ist wirksam, Hybridenöl und Art. Okay. Ghule kennen wir natürlich noch. Das ist wahrscheinlich genau nochmal Nekrophagenöl. Halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepfers meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Das interessiert mich jetzt einfach, weil den Greif... Ghule kenne ich schon.
Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakten zu menschlichen Siedlern wechselten sie jedoch zu einer sehr viel reichhaltigeren und einfacher zu jagenden Beute, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage des nördlichen Königreichs. Echt? Besonders verhasst sind die Unterarten Königsgreif und Erzgreif. Oh, da kommen bestimmt noch richtig fette Viecher auf uns zu. Umschalten links, ohne zu lenken, dann folgst du dem Straßenverlauf. Hm? Langsamer. Achso, ich muss schon Umschalt weiterhin gedrückt halten. Okay. Also, ein Greif so nah am Dorf. Ich muss nicht steuern, cool. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Oh, guckt euch das an hier. Und auch noch Geil. Bei der Hauptstraße. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete, störe den Frieden nicht. Wachen tolerieren Diebstahl nicht. Was? Davor konnte ich immer alles einstecken, was ich wollte. Und sehe nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Zu was zählt belästigen? Wenn, also rein hypothetisch, wenn ich mich als Hexer nackig zu einer Dorfdame in die Wohnung stelle, zählt das als Belästigung oder als friedlicher Annäherungsversuch? Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen ausgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit blau markiert. Okay. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Dingsbiederich. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Mach langsam. Ach, hier sollen wir auch hin, in das Dorf. Okay. Wenn er schon so auf mich wartet, dann komme ich gleich mal mit ihm mit. Danach werde ich mich ein bisschen freier hier umschauen. Ey! Du Sack! Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Dieses Kaiserreich ist schon hier überall eingefallen. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Drogen. Okay, Handelsfenster wird geöffnet. Gut, gut, gut. Ja, zeig einfach erstmal her, bevor wir mit dir reden. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Oh ja, Union Sternsaphir, die Landschaft ist echt ein Traum. Es sieht so gut aus. Wenn wir hier rausgehen und so diesen aktuellen Story-Abschnitt abgeschlossen haben, da werde ich erstmal alles in mich aufsaugen. Okay, was haben wir so für feine Sachen? Finte, neutrale Karte. Stimmt, davon habe ich gehört. Ich habe eine Gewinnkarte. Das soll irgendein Minigame sein oder sowas. Was angeblich richtig gut ausgedacht ist, also 50 Münzen, gar nicht mal so wenig. Volltest. Fraktion nördliche Königreiche. Neutrale Karten. Und wahrscheinlich die anderen Sachen werden dann nilfgardische Karten sein. Stärke der Einheitenkarte.
Ich glaube, dafür brauche ich erstmal ein Tutorial. Schnaps. Käse. Oh Gott, ist das teuer. Fuck, egal. Ein Stück Käse. Das ist immer dabei. Ein Stück Käse, auch wenn es teuer ist. Eins muss ich kaufen. So, ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten guckt euch ihr Face an, was einen am nächsten Tag erwartet. Diese Falten. Ich möchte drüber lecken. Der Stil gefällt mir richtig, richtig gut. So. Wie geht's so dem Greif? Kümmert sich jemand darum? Würde jemand dafür zahlen, den zu beseitigen? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Dammit. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Vielleicht finden wir noch jemanden, der zahlt. Wir suchen immer noch nach einer gewissen Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. Stimmt, ich habe an einer gerochen. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay, damit sind wir aus dem Dialog draußen. Gut, hier gibt's nichts anderes für uns. Danke für alles. Und das war es mit dem Witcher 3 Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben alles so ein bisschen gesehen, die Cutscenes, wie die Story präsentiert wird, ein bisschen vom Kampfsystem. Und nach diesem Intro öffnet sich dann die Welt mehr und man kann herumlaufen, Zeug einsammeln, Nebenquests machen und so weiter. Das habe ich ja bereits schon im Stream gemacht, weil ich ja beim 24-Stunden-Stream jetzt vor kurzem insgesamt 15 Stunden Witcher gespielt habe und danach auch schon in einem Stream. Aber jetzt, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, seid ihr gefragt. Daumen nach oben, ja, ihr wollt auch ein Witcher 3 Let's Play auf dem Kanal sehen. Daumen nach unten. Nee, ich will keins sehen. Und natürlich lasst mich in den Kommentaren wissen, falls ihr noch irgendwelche näheren Gedanken dazu habt. Würde mich sehr freuen, mehr von euch zu hören und zu wissen, wie ihr es so bisher findet. Ich finde es super geil. Und ich würde für euch natürlich hier auch extra nochmal aufnehmen und das als Let's Play präsentieren, wenn ihr das denn so möchtet. Ich würde dann natürlich auch nochmal frisch aufnehmen, weil, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hoffentlich nicht, war jetzt die ganze Aufnahme rechts unten im Bild eine kleine grüne Zahl, weil ich zum ersten Mal mit Shadowplay aufgenommen habe und ich nicht gewusst habe, dass diese Zahl mit aufgenommen wird. Bei Fraps wird die Framezahl nämlich nicht mit aufgenommen, aber na gut. Früher oder später werde ich The Witcher 3 so oder so auf dem Kanal verewigen, aber ich möchte einfach von euch wissen, wollt ihr das jetzt schon? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns mit The Witcher 3 im Stream auf jeden Fall als nächstes wieder und ansonsten hier auf dem Kanal mit ein paar Morrowind-Folgen oder Oblivion-Mods. Bis dann.